Lady Lockridge. Meine lieben Leute, willkommen zu Sherlock Holmes, das Geheimnis der Tätowierenrose. Wir sind immer noch bei Lady Lockridge, wir müssen da durch. Ich hätte es euch gerne erspart und die Dame ist, auf jeden Fall hat sie einen gewissen Unterhaltungswert. Und den werden wir es mal ganz kurz aus ihr rauskitzeln. So, er schleimt schon wieder. Er schleimt, ne? Aber er macht es natürlich aus Taktik, weil er weiß, die ist so dumm, die merkt das nicht. Sie sind eine außergewöhnliche und flexible Musikerin, wie ich höre. Bei meiner Technik wäre ich eine ausgezeichnete Pianistin geworden. Doch die Violine verzehrt meine ganze Inspiration. Sie müssen uns die Ehre erweisen, einmal für uns zu spielen. Dr. Watson würde zur Abwechslung gerne einmal richtige Musik hören. Wem die Begabung in die Wiege gelegt worden ist, der soll mit den weniger Glücklichen teilen, Mr. Holmes. Noblesse oblige. Und ich würde ja gerne sofort für Sie spielen, aber ich konzentriere meine Energie derzeit darauf, eine besonders schwierige Paganini-Etüde zu meistern. Ein andermal ist völlig ausreichend. Aber da Sie so vehement darauf bestehen, kann ich Sie einfach nicht enttäuschen. Vielleicht ein wenig Mut. Nein, das hatten wir schon. Da Sie mich so bitten? Nein! Noblesse oblige, adel verpflichtet. Es tut mir so leid. Verzeiht mir. Das ist übrigens Paganini und kein Mozart, du bekloppte Kuh. Ich weiß nicht, was mit diesem Instrument los ist. Es scheint heute keinen Mozart zu mögen. Sie müssen mich jetzt aber entschuldigen. Ich muss zurück an meine Etüde. Wenn der Bauer nicht schwimmen kann, liegt's an der Badehose. Und wenn der Musiker nicht spielen kann, liegt's nie am Instrument. Nein, meine Damen und Herren, es gibt Instrumente, die ihre Tage haben. Das ist auf jeden Fall, das weiß ich. Aber es ist nie so schlimm, dass das geht gar nicht. Ne? Das ist... Was für ein exquisites Instrument. Eine Guarneri, nicht wahr? Für den wahren Künstler ist das Instrument nur ein Werkzeug. Spielen Sie auch, Mr. Holmes? Ich stümpere herum, Lady Lockridge. Im Gegensatz zu Ihnen kann mein bisschen Talent meine Unfähigkeit nicht verbergen. Bestimmt nicht. Aber ich war auch nicht immer eine Meisterin, Mr. Holmes. Die reife musikalische Fülle, die Sie jetzt bei mir so schätzen, ist das Ergebnis härtester Arbeit. Üben Sie ebenso fleißig, dann erringen Sie eines Tages vielleicht auch meine Fähigkeiten. Darauf freue ich mich schon ganz besonders. Tut mir einfach nicht nur dich. Das ist... Die große Meisterin hat... Jetzt bin ich ja bei Deutschland sucht den Superstar. Da gibt's genauso schräge Vögel, aber ich bin. Was sagte der eine Penner in Spitalfield? Ich bin weit über die Depression hinaus und das. Eine hübsche Fotografie von Ihnen und Lord Lawton, wenn ich das bemerken darf. Sie dürfen, obwohl sie mich nicht sehr vorteilhaft zeigt. Sie bestätigt die Abmachung, unsere beiden Häuser zu vereinigen. Lawton ist sehr zufrieden mit seinem Bild. Sie haben es zweifellos im Musikzimmer stehen sehen. Ja, das hätten wir schon, wenn's denn dann da gewesen wäre, liebe Lady. Ich möchte das so gerne sagen, dass du dann... Nein, die Guarneri kann nichts dafür. Die Geige ist unschuldig. Ich brauche die Leute, das ist aber nicht böse. Nach dem ganzen Scheiß brauche ich nochmal... Oh, wir können sie begleiten. Vielleicht würde es helfen, wenn ich Lord Lawtons Part spielte. Könnte sein. Schlechter als er können sie auch nicht spielen. Sehen Sie, es ist ein einziger Wirrwarr. Ich riech mich auf! Können wir denn die Geige mal spielen? Ich will die Geige spielen. Lady Lockridge. Ich ziehe meinen Hut, Lady Lockridge. Sie haben sich zwei sehr schwierige Stücke vorgenommen.
Mit Zeit und Übung wird alles schon gut werden. Das bezweifle ich, Mr. Holmes. Alles andere als gut. Meine künstlerische Seele ist verletzt und unruhig. Ich bin aufgebracht. Der Mozart war nur schwierig. Aber diese Etüde ist ein Stoß ins Herz. Entweder war Paganini ein Narr, oder man hat sein Werk falsch transkribiert. Da sind einfach zu viele Noten. Dieses Stück ist völlig unspielbar. Dürfte ich meine Hilfe anbieten? Ich kann mir nicht vorstellen, wie Sie mir helfen könnten. Wenn ich mir mal die Noten ausleihen dürfte, wäre ich sofort wieder da. Nehmen Sie sie bloß, bevor ich sie in lauter kleine Stückchen zerreiße. Ich weiß nicht, wer von euch den Mozart-Film kennt. Da sagt der König ja auch, es ist schöne Musik, aber es sind zu viele Noten. Ne? Und bei der sind es einfach nur zu viele Noten, weil es zu blöd ist. Aber gut, ich meine, wir können die mal nehmen. Wir nehmen uns die mal an. So, sagen wir mal, ne? Paganini, ne? Keine Capricce, aber wir gucken mal. Da können wir das. Eine Etüde von Paganini mit etlichen Anmerkungen. Okay. Gut, pass mal auf. Dann würde ich sagen, können wir sonst was mit dir quatschen? Nee. Watson? Alter, ich weiß, es war ganz schrecklich. Ich bin auch froh, dass wir da wieder draußen sind. Ich spüre Widerstand. Glauben Sie, sie will uns nicht helfen? Ich wäre nicht überrascht, wenn Ihre Manieren ebenso scheußlich wären wie Ihre Inneneinrichtung. Manche Menschen mögen Purpur. Das Farbschema ist gleichgültig. Es sind die Straußenfedern und die Marmortöpfe und die aufdringliche Verwendung von Blattgold, die ich schrecklich finde. Je eher wir hier wieder rauskommen, umso besser. Watson, du hast das Schlimmste vergessen. Diese musikalische Leistung dieser Lady ist, ja. Irgendetwas, das Sie jetzt hören möchten, Watson? Vielleicht eine Ihrer eigenen Kompositionen, Holmes. Aber achten Sie auf die schwierigen Passagen, wenn Sie verstehen, was ich meine. Sehr passend und völlig verständlich, Doktor. Okay. Das sieht aus wie ein Verlobungsbild. Ich habe bei Lautenkanz gesehen. Ich vermute, er hat eins. Und sei es nur, um es aufzustellen, wenn sie zu Besuch kommt. Wir haben vielleicht noch nicht seine ganze Sammlung gesehen. Ja, das ist so eine Sache. Das ist. Watson, ziehen wir uns zurück. Lady Lockridge braucht ihre Ruhe. Was sie braucht, ist ein Musiklehrer. Wenn er Glück hat, einen mit einem Hörfehler. Ich werde ihr genau das bieten, obwohl mein Gehör exzellent ist. So, aber das, was man immer festhalten muss, also der Holmes ist doch da in dieser Behausung über seinen Schatten gesprungen. Muss man mal einfach so sagen, weil der hat die Ische so voll geschleimt, wie eigentlich hätte sie erschießen müssen. Und er hätte sie am liebsten, ich denke, innerlich hat er sie erschossen, aber weil es für den Fall von ihm vehementer Wichtigkeit ist, hat er sich zusammengerissen und hat das Blaue vom Himmel gegeben. Mal bevor ich mich hier noch um den letzten Restverstand rede, komm, raus. Wir machen nämlich jetzt Folgendes, wir verlassen und wir gehen jetzt ein bisschen Paganini üben. Wir rocken jetzt das Haus, und zwar machen wir das in der Barker Street, ne? Barker Street 221B wie Bertha, da ist sie, ne? Schön. Virgil, wir kümmern uns später um dich. Wir müssen jetzt mal ein bisschen Paganini klar machen. Paganini. Wer übrigens auf Geigenmusik steht, es gibt von Paganini die 24 Capricen. Recht günstig, glaube ich. Also ich habe die damals recht günstig gekauft. Ist aber echt sehr speziell. Ne? Aber ich mag virtuose Klamotten. Das ist, ne, ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Die 24 Capricen von Paganini, ist, wer da Spaß dran hat, der ne, ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. So, gucken wir mal. Jetzt hier ein bisschen Paganini spielen, finde ich gut. Liebe Leute, finde ich wirklich gut. So, okay. Ja. So, und wir hatten ja, glaube ich, in dem Zimmer von Holmes schon mal den richtigen Zylinder oder einen Zylinder eingelegt. Und ich glaube, Grammophon, kann ich das aufziehen? Okay, wir müssen. Welcher Zylinder war es? Pass mal auf, Zylinder. Wir müssen jetzt die richtige Melodie finden, weil er muss dann damit erstmal üben. Okay, pass mal auf. Was stand da? Stand eine Sammlung, Lady. Scaletti-Arien. Sechs Adaptionen von Paganini. So, hier mal Wachszylinder 2, wenn wir mal kurz gucken. Müssen das Grammophon jetzt aufziehen, genau.
Der ist es nicht. Na, so hat man früher Musik gehört, liebe Leute, ne? Mal gehört, ne? Dann nehmen wir mal Wachszylinder 1 Spiele. Müssen wir es nochmal aufziehen oder hat er das noch in Spannung? Zieh auf. Klingt sehr nach einem Walzer, könnte Strauß sein, ich weiß es nicht. Gut, dann nehmen wir mal hier zu entfernen. So hat man früher Musik gehört. Glaubt's mir, liebe Leute, das war schon hochmodern. Ne? Knackt ohne Ende. Aber so, Wachszylinder nehmen wir mal den dritten hier. Zieh auf. Das ist es. Der Meister hat ein etwas höheres gestimmtes A verwendet. Endet. Wenn es wie gewohnt gestimmt wird, klingt es schräg. Eine kleine Verbesserung und schon dürfte Milady Amor Propre den einfachen Irrtum einsehen. Okay. Dann war es gar nicht ihre Schuld. Das ist egal. Können wir nochmal so ein bisschen spielen? Ohne den Quatsch? Dann muss ich ihn nochmal genau angucken. Ja, geht's denn durch? Ja, okay. Hat er den Fehler wahrscheinlich gefunden, ne? Dann muss man mal an, wie er das jetzt spielt. Dann können wir auch zu der netten Dame zurückgehen. Nette Dame habe ich übrigens gesagt, weil ich wollte sie nicht wieder beleidigen. So, dann gehen wir wieder raus. Ich glaube, wir können es jetzt. Ne? Guarneri, aber kann ich. Guti, dann würde ich sagen. Ne? Holmes? Hat der Watson da was zu verkaufen? Nee. Dann gehen wir mal wieder, Türe öffnen. Müssen wir echt nochmal zu Lady Cordelia, ne? Es ist Zeit, unseren Zug zu machen, Watson. Gehen Sie voraus, Holmes. Ich folge Ihrer Führung. Schwerer Zug. Wir müssen in diese Halle des fürchterlichen Anti-Musikgottes zurück und müssen gucken, dass wir das ist. Ich will das eigentlich gar nicht. Ich weiß auch nicht, was ich. Wir müssen tapfer sein, wir schaffen das. Und Holmes, Watson, Jungs, ihr kleidet euch immer so schön an. So, hier, pass mal auf, da, Stadt, Lady Cordelia, Lady Cock, wir kommen. Wo ist sie? Hier, wo ist sie? Lockridge, genau, Lady Lockridge. Okay, sofort dahin gehen, dann wissen wir, dann hört sie auf. Komm, Holmes, hier, die Richtung, der stimmt schon, ich kann ihn direkt nicht hören, das ist geh weiter. Meine lieben Leute. Lady Cordelia, ich habe möglicherweise entdeckt, wo Paganini seinen Fehler gemacht hat. Wirklich? Ich wusste es. Zeigen Sie es mir. Ich muss seinen dummen Irrtum kennen. Die Etüde erfordert eine sehr unorthodoxe Fingerhaltung. Sehr bizarr, höchst exzentrisch. Sie widerspricht jeder Konvention, die eine Meisterin wie ihr vernünftigerweise kennen kann. Zeigen Sie es mir.
So, das werden wir auch zeigen, allerdings nicht mehr in dieser Folge, denn mein ganzer Bildschirm ist schon so vollgeschleimt, liebe Leute, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Man muss Holmes Respekt zollen, er hat seinen inneren Schweinehund überwunden und hat die Dame so zugeschleimt, dass sie ihm fast aus der Hand frisst. Liebe Leute, ich sag jetzt erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und mal gucken, dass wir das noch zeigen. Glaubt zwar nicht, dass es viel bringt, aber wir machen das mal. Ich sag vielen, vielen Dank und verbleibe wie gehabt in diesem Sinne ab in die Rinne, liebe Leute. Ne? Euer Spielkind Sherlock Paganini Holmes 45 sagt ciao, ciao.